Hallo meine Süßen und herzlich willkommen zu meiner Make-up-Sammlung. Heute dreht sich alles um die Manhattan Lips to Last Lippenstifte. Das ist jetzt hier noch ein älteres Modell mit dem hier hinten. Die neueren sehen dann so aus. Die älteren haben sie aus folgendem Grund rausgenommen, da einmal der Applikator noch so in einer Pinselform war. Das habe ich wirklich nicht sehr gemocht. Es ließ sich auch dadurch der Gloss nicht so schön auftragen. Und wenn man hier falsch gedreht hat oder gezogen, hatte man auf einmal zwei Teile in der Hand. Das haben sie dann gleich zurückgenommen, diese Verpackung, und die viel bessere rausgebracht. Da war der Applikator dann auch normal, wie halt auch der Applikator zum Auftragen. Ich kann ihn euch nochmal zeigen. Der Gloss an sich ist wunderschön, verklebt nicht die Lippen und hat auch einen schönen Duft. Und die Farbe wird auch mit einem Applikator aufgetragen. Und da haben wir auch gleich schon die erste Farbe. Da wollte ich am besten noch etwas ranzoomen, damit ihr es schöner sehen könnt. Und zwar ist das die 44Q, ist ein Knallrot, habe ich mir jetzt speziell zu Halloween geholt, weil ich einen schönen Kontrast schaffen wollte zu meiner blassen Haut mit einem knallroten Lippenstift. Habe ich auch geschafft. Im Nachhinein nehme ich diesen Lippenstift aber jetzt nicht mehr so oft, weil er wirklich ein Blickfang ist auf jeder Party. Also es geht wirklich nur abends. Und wenn man sich wirklich sehr selbstbewusst fühlt, dann kann man den nehmen. Ist auch die Nummer 44Q. Ich habe es auch nochmal oben hingeschrieben bei dem Swatch-Bild. Dann als nächstes haben wir die 59N. Die sieht dann so aus. Ist ein braun-nude-rosé-Ton. Wirkt dann auf den Lippen, also hier sieht es ziemlich braun aus, also eigentlich so mehr rosé. Ist natürlich auch wieder eine etwas gewagtere Farbe, da sie bei meiner hellen Haut mich natürlich auch noch blasser macht. Aber ich mag die Farbe irgendwie, also sie nehme ich auch sehr, sehr gern. Aber meine allerliebste Farbe kommt natürlich jetzt zum Schluss. Und zwar ist das die 56Q. Ist so ein wunderschöner rosa Ton. Sieht man es auch nochmal im Vergleich zu dem Holzhintergrund. Es ist wirklich so pink-rosa, die nehme ich also wirklich sehr oft und sehr gerne. Hat auch, also alle Lips to Last Lippenstifte, die ich euch gezeigt habe, haben auch keinen Glitzer. Und den habe ich jetzt auch nur rausgefunden, also den Namen, indem ich die Farbe nochmal gewonnen hatte bei einem Gewinnspiel. Sonst hätte ich euch jetzt gar nicht meine Lieblingsfarbe nennen können. Ist natürlich ein bisschen schade, dass eben Manhattan wirklich immer nur diese Zahlen und Buchstaben hat. Dadurch kann ich euch die Farbe nicht so schön beschreiben, aber meine Empfehlung ist wirklich dieser letzte Lippenstift, da der wirklich so einen schönen roséfarbenen Kussmund macht, der auch so ein bisschen ins Pinke geht. Also wunderbar. Ich danke euch sehr fürs Zuschauen und das waren schon alle. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!